Wir haben einen Song geschrieben und es war auch gar nicht so schwer und hat auch gar nicht so lange gedauert. Wie wir das gemacht haben, das zeigen wir dir genau jetzt. Also bleib dran. Hey, willkommen bei Musikdurchblick. Ich bin der Sebastian und heute bin ich zum ersten Mal nicht allein, sondern ich werde von der Stine unterstützt. Ganz genau. Ich gehöre auch zum Team von Musikdurchblick. Ich bin Sängerin und wir zwei widmen uns heute ganz praktisch dem Thema Songwriting. In diesem Video haben wir schon einmal über Songwriting gesprochen. Schau es dir zur Vorbereitung oder im Anschluss auf jeden Fall an. Heute wird nicht viel gesprochen, sondern das Gesprochene in die Tat umgesetzt. Wir schreiben einen Song. Bevor wir das machen, gibt's aber nochmal eine kleine Zusammenfassung des Fahrplans, den wir jetzt gleich umsetzen werden. Erstens, Tonart wählen und Tonleiter bauen. Wir entscheiden uns für die Tonart G-Dur. Die G-Dur-Tonleiter besteht aus den Tönen G, A, H, C, D, E und Fis. Genau mit diesen Tönen arbeiten wir also nun weiter. Zweitens, Stufenakkorde bilden. Auf den einzelnen Stufen der Tonleiter können jetzt mit den zur Verfügung stehenden Tönen Akkorde gebildet werden. Dabei entstehen die Dreiklänge G-Dur, A-Moll, H-Moll, C-Dur, D-Dur, E-Moll und Fis vermindert. Diese 7 Akkorde stehen also für das harmonische Gerüst unseres Songs zur Verfügung. Drittens, 4 Dreiklänge aussuchen und sortieren. Es sind viele Akkordkombinationen möglich. Wir arbeiten heute mit der klassischen Hitformel des Four-Chord-Songs, also den Dreiklängen der ersten, fünften, sechsten und vierten Stufe. In unserem Fall also mit G-Dur, D-Dur, E-Moll und C-Dur. Hintereinander gespielt klingt die Akkordverbindung so. Und auf der Gitarre klingt das Ganze dann so. Ich spiele jetzt auch ein paar poppigere Voicings. Klingt ein bisschen besser. Viertens, Loop bilden und improvisieren. Ich spiele diese 4 Akkorde nun in Schleife. Immer wieder von vorn. Wir wählen ein relativ entspanntes Tempo. Und ich werde gleich einfach frei über diesen Loop improvisieren. Ich mache das jetzt mit meiner Stimme, du kannst das aber natürlich auch mit einem Instrument machen. Zuerst summe ich ein bisschen rum, dann singe ich vielleicht mit ein paar Silben kleine Melodien oder halte Töne länger aus. Mal gucken, was passiert. Bist du bereit? Jo. Dann let's go. Ich finde es ganz gut, wenn du diese Sprünge, ne, das und dann oder was auch immer, hast du da so ein bisschen variiert. Dass du in die Kopfstimme hochgehst. Genau, dass du da in die Kopfstimme und auch dieses Motiv vielleicht zweimal beibehältst. Mhm. Ne, und genau, und dann vielleicht bei der Wiederholung nochmal variierst. Oder eine höhere Variante. Mhm. Weißt du, dass wir so zwei Parts haben. Aber ist das, also findest du das in der Mitte? Cool oder soll ich? Ich kann noch tiefer anfangen. Also. Okay, mach mal. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na. Ja, genau. Das war eine geile Strophe, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Also genau ja, das so. Stimmt, ja, das ist ja eine Strophe. Aber wir sind auf der Suche nach einem Refrain. Ja. Okay. Einer der wichtigsten Punkte an dieser Stelle beim Songwriting ist, alles ist erlaubt. Ich erlaube mir total, einfach rumzuprobieren und mit den Tönen zu experimentieren. Ich versuche da einfach so meiner Musikalität zu vertrauen und lasse mich intuitiv mit den Akkorden treiben. Und wenn da mal ein schiefer Ton rauskommen sollte, ist das überhaupt nicht schlimm. Unser Ziel ist es jetzt, eine Songidee zu entwickeln. Also eine kleine Melodie zu finden, die uns beiden natürlich gefällt und die zum Beispiel das Potenzial für einen mitreißenden Refrain hätte. Dabei lassen wir noch eine Handyaufnahme mitlaufen, damit wir auch im Nachhinein nochmal hören können, was wir so ja, fabriziert haben. Dann, also das war eher eine Strophe, was wir hatten. Genau, ja. Das Tiefe, genau. Dann mache ich das nochmal und versuche mal aus diesem Nana in sowas Größeres, Refrainiges reinzugehen. Ja. Okay. Da kannst du auch diesen Intervallsprung nur halt hoch nochmal mitnehmen. Mhm. Genau, spiel mal vor. Voll. Geil. Ja. Man könnte auch so noch so ein... Mach das vielleicht beim zweiten Durchgang. Ja. Beim ersten dieser langgezogene Ton. Mhm. Mega. So, und dann machst du nochmal das mit dem so nochmal hochgehen. Und wie findest du dieses dass das so ein Wiedererkennungsmotiv, ja. Okay. Ja. Dann gehen wir da nochmal rein. Kannst du den Break davor machen? Also ja, also... Aber ich finde das, also es reicht doch schon. Ja. Genau, ist doch geil. Also das finde ich cool. Fünftens, Melodie festigen. Okay, wir haben jetzt einen Melodieschnipsel gefunden, der uns schon mal ganz gut gefällt. Habt ihr ja gerade gehört. Damit experimentiere ich jetzt noch ein bisschen weiter rum. Wir versuchen, kleine Variationen davon zu finden. Ich versuche quasi, diese Idee zu manifestieren und wir geben ihr damit einen Feinschliff. Na, na! Ich weiß nicht genau, ob ich es cool finde, dass dieses na 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 dieses Element einfach immer gleich ist. Na 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 na. Ja, vielleicht ist das, reicht das schon. Das könnte auch so. Kannst du vielleicht auch ganz am Ende machen vom Refrain. Weißt du, das ist dann wieder nochmal so eine... Ja. Und dann kommt vielleicht nochmal Gitarren-Zwischenspiel und dann zweite Strophe. Ja. Okay. Nochmal? Genau, jo, nochmal. Mach ich wieder den Aufwand. Thank you.
dann machst du noch so kleinere, so kleine Verzierungen. Das ist eher was Instrumentales. Da macht dann die Gitarre oder so, macht dann irgendwas. Okay. Okay. Na, 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 Tada, das ist doch mal ein amtliches Endergebnis für einen potenziellen Refrain. Das muss am Ende natürlich nicht genau so bleiben. Das darf und soll sich noch weiterentwickeln, diese Idee. Aber fürs Erste sind wir damit ganz zufrieden. Sechstens. Und jetzt? Schon im letzten Video habe ich erzählt, dass man ab diesem Punkt mit verschiedenen Schritten weitermachen kann. Wir würden jetzt wahrscheinlich an einer Melodie für eine Strophe basteln. Und Stine würde im nächsten Schritt dann einen dazu passenden Text schreiben. Interessiert dich das Thema Songtexte? Sollen wir dazu nochmal ein separates Video machen? Schreib uns das doch gerne mal als Feedback in die Kommentare und abonniere bei der Gelegenheit am besten direkt unseren Kanal. Darüber freuen wir uns sehr. Vielleicht hat dich unsere Jam-Session heute ja ein bisschen inspiriert, selbst mit dem Songwriting loszulegen. Das würde uns auf jeden Fall total freuen. Abschließend bleibt nur zu sagen, traue dich anzufangen. Hab keine Angst vor Fehlern und lass dich auf den Flow der Musik ein. Das macht nämlich richtig Spaß. In diesem Sinne, viel Spaß beim Songs schreiben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!